Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in der Justice League Woche. Jawohl, es geht weiter und heute stelle ich euch Aquaman ein bisschen näher vor. Viel Spaß dabei. Aquaman ist wohl einer der unbeliebtesten Charaktere, zumindest wenn man Sitcoms wie Big Bang Theory glauben kann. Ich persönlich glaube, er ist ein wenig unterschätzt und gar nicht so übel. Aquaman heißt mit richtigen Namen Arthur Curry und ist der Sohn eines Menschen und einer atlantischen Frau. Im Laufe seiner Karriere als Comicfigur wurde er mehrfach überarbeitet. So kennt man ihn zum Beispiel als älteren Mann mit Bart und Hakenhand oder als jungen Mann mit kurzer Frisur. Aber oft ist es so, dass er ein orangenes Shirt hat und eine grüne Hose. Jo. Und ein Dreizack natürlich, ne? Aquaman kann sowohl an Land als auch im Wasser leben. Er verfügt über übermenschliche Stärke und kann telepathisch mit Bewohnern der Tiefsee in Kontakt treten und diese beeinflussen. In der Justice League Serie zum Beispiel wird er als älterer Mann mit Bart und Hakenhand dargestellt, der gerne Geschichten erzählt über Abenteuer, wobei er natürlich im Fokus ist und quasi die Abenteuer fast alleine gewinnt. Dabei ist er super sympathisch und ja, man könnte es ein bisschen mit Seemannsgarn vergleichen und ich finde ihn einfach toll. Vor allen Dingen in der Justice League Anime-Serie muss man ihn mal gesehen haben. Ich finde ihn ganz cool. Ich glaube auch bei Batman Brave and the Bold und so kann man ihn auch ohne weiteres angucken. Und wenn es ernst wird, dann ist er ein ernstzunehmender Gegner für jeden Schurken. Alles, was wir bisher über Aquaman gesehen haben in den Trailern der Justice League, gespielt ist er natürlich von Jason Momoa, den kennt ihr vielleicht als Khal Drogo aus Game of Thrones oder anderen Filmen, wie zum Beispiel Conan, der Neuverfilmung. Sieht aber sehr vielversprechend aus und ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf den Film und eventuell auch auf den Aquaman-Solo-Film, vorausgesetzt Jason Momoa macht eine super Figur in dem neuen Justice League-Film. Was haltet ihr davon? Seid ihr auch der gleichen Meinung wie ich? Oder denkt ihr auch, Aquaman ist eigentlich die Nullnummer der Justice League? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Gebt mir einen Daumen rauf, einen Daumen runter für dieses Video und bleibt bei mir mit einem kostenlosen Abo. Das kostet euch wirklich nichts und supportet mich ein bisschen. Und wenn ihr Bock habt, macht doch noch die Glocke an. Das habe ich noch nie gesagt, heute zum ersten Mal. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Schaut doch mal in den Card vorbei und tschüss.